Und wir kommen jetzt zu Spiel 4. Es heißt Bogenschießen. Und es klärt es hier quasi fast von selber. Hier habe ich das diesmal in Minecraft gemacht. Hier habe ich die Scheibe aufgebaut. Hier, das sind ja die Punkte, die Zahlen. Und jedes Team hat quasi 4 Versuche und dann wird die Gesamtwertung gezählt. Also man macht sie abwechselnd. Und wer als erster 4 Durchgänge gewinnt, gewinnt das Spiel. Und wir sagen, Rot beginnt mal. Wir schießen immer von hier aus, aber wir müssen gucken, dass wir nicht davon fliegen. Rot beginnt. Das sind schon mal 5. Müssen wir das hier eintragen? Dann tragen wir hier auch ein. Das ist der Balken für Gesamt. Es bewegt sich das? Es bewegt sich. Na egal. Jetzt ist nämlich Blau dran. Ah, wir müssen mal gucken, ob der irgendwas berührt. Nee, das war die Umrandung und das zählt natürlich nicht. Also wäre das kein Punkt. Achtet nicht auf die Lautsprecher. Das wäre kein Punkt. Ah. Ja, ich glaube, es könnte so weit sein, dass ich 2 Teile von dem Video mache. Jetzt kommt der 2. Durchgang. Ja, der war deutlich an der 5. Also quasi 10-0 nach Durchgängen. Ja, müssen wir gleich auskorrigieren. Wartet mal kurz. So, da haben wir es wieder geklärt. Also 2x die 5 für Team Rot. Kommen wir jetzt zum 2. Versuch. Trifft den. Er trifft die 20. Das heißt, Blau führt mit 20-10. Ja. Stell mal den Ton runter, damit der Regen nicht stört. Oh, ich habe schon wieder was kaputt gemacht. Scheiße! Scheiß Dreck! Wartet nochmal. So, entschuldige für die Unterbrechung. Es musste sein. Also 20-10 Führung für Team Rot-Blau. 4 Durchgänge muss man gewinnen. War die 5. Die nächste 5. Also Rot trifft nur 5er. Oh, jetzt müssen wir langsam sein. So. Jetzt, ich habe gesehen, wie ein Pfeil runter wie. Jetzt quasi eine 20 und dann ist es eigentlich nicht mehr einholbar. Weil Ziel ist es, mehr Punkte zu machen. Ja, aber das ging auch an die 5. Also ist noch alles möglich. Es sind 25. So. Ich gucke erstmal, also ich nehme es doch gesamt auf, aber ich muss erstmal gucken, ob ich es so hochladen kann oder doch splitten muss. Ah, wo war der Fall? Ich glaube, der war auch an der 5. Wenn ich mich nicht täusche. Das heißt, wieder eine 5 und ja, brauchen wir nicht einzutragen, war es das. Damit ein erster Sieg für Team Blau und der Sieger fängt auch an. Das heißt, Team Blau würde jetzt beginnen. Müssen wir kurz eine Markierungs
Punkt einsetzen. 4 Durchgänge muss man gewinnen. Ah, ich krieg den nicht ins Loch. So. Gelber Punkt wieder weg. Bogen wieder rein. Blau beginnt diesmal. 1-0 für Blau. Wie gesagt, es gibt vielleicht noch andere Wettkämpfe. Vielleicht mache ich das mal mit einem Kumpel oder so. Mal schauen. Oh. Ja, die Zahl zählt nur, die Umrandung zählt nicht, aber das beginnt schon mal gut. Die Zahl zählt. Das Feld zählt und die Zahl zählt, aber die Umrandung zählt nicht. Damit ist es schon ein sehr guter Start. Maximal 80 Punkte kann man holen, das ist ja schon ein Viertel davon. Jetzt der zweite Schuss, nee, der erste Schuss für Rot in diesem zweiten Durchgang, so. Ja, ging auch an der 20, muss man nicht diskutieren, ging auch dran. Damit 20-20. So. Zweiter Schuss. 5. Fünfundzwanzig damit. Bogen wieder holen, wieder stehbereit machen. Das war eine 4. Damit immer noch eine knappe Führung für Blau. Jetzt kommt der dritte Schuss. Fünf. Dreißig steht es jetzt. Ja, na gut, dafür müssen wir keine Pause einlegen, das kriegen wir so hin. So. Nehmen wir das wieder zurück. Holen den Bogen wieder rein. Und dann müssen wir jetzt hinschreiben 30. Ne, alles gut. Alles gut. So, wartet mal. Wir machen es jetzt mal kurz so. Ich schlaf kurz. Und dann sehen wir uns später. So, dann können wir nämlich fortfahren, also mit Schlafen habe ich natürlich nicht in echt gemeint, sondern mit diesem Spiel, damit es nicht mehr regnet, den Trick funktioniert. Und jetzt kommen wir zum dritten Schuss für Rot. Haben wir die Tonleiste gedreht? Warte, ich mache nochmal kurz einen Probeschuss. Ja, zu leise. So. Aber ich denke, der Punkt zählt nicht, nee, das war der Rand. Aber Rot kann zwar quasi noch gewinnen, aber es ist, der Druck ist groß. 0 Punkte. 20-4-0. 20-5-5. Jetzt hier mindestens, also die 10. Nee, jetzt die 20 getroffen, dann ist es aus. Ah, ist wieder der Rand. Damit kann jetzt Rot hier zum Ausgleich kommen. Also von möglichen 80 Punkten, die wir gesprochen haben, sind es nur 30. Und jetzt... Es braucht... Ja, eine 10 würde auch ausreichen. Es ist wieder der Rand. Und dann wieder eine 0 und deswegen zweiter Punkt für Team Blau. So, packen wir den Bogen kurz beiseite. 2-0 geht Blau in Führung. Zack. 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 Vorsicht, nur die Banner treffen. Zack, zack. Nicht die Wolle. Zack. 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 Zack.
Zack, und damit können wir weitermachen. Blau beginnt wieder. Rot hat den Nachschuss, blau beginnt, weil er den Durchgang wieder gewonnen hat. Na, ich denke, da war noch auf der 5. Klein Anfang. Die ersten 5 Punkte in diesem dritten Durchgang. Was aber noch nicht der entscheidende ist. So. Oh, kurze knappe Entscheidung. Eieiei. Wieder nur die Umrandung und die zählt natürlich nicht. Obala, falsch aufgehängt. Wieder falsch. Vorsichtig. Jetzt haben wir. So, der geht langsam auf. So. Also 5-0. Aber rot. Wenn blau das vierte Spiel gewinnt, dann steht es ja nach Gesamtstand 5-5 unentschieden. Blau ist auf einem sehr guten Weg. Trifft nochmal die 5. Wir hatten jetzt schon 5er, 4er und 20er und auch öfters 0. Und ich habe wieder Scheiße gebaut. Das muss ich ganz schnell wieder ausmisten. So. Wieder weg. Na, ich gucke, ob ich das splitte oder nicht, aber ich mache noch diesen Durchgang. So. 0. Und hier müssen wir eintragen. 10. Jetzt gehen wir wieder zum Bogen, machen den zweiten Versuch für Rot, der jetzt auch mal was treffen muss. Nämlich die 5. Ja, wieder eine 5. 5-15 der Stand, 2-0 der Gesamtstand in diesem Spiel. Man braucht 4 Durchgänge, quasi Best of 7, außer wenn es unentschieden ist. Dann gibt es einen neuen Durchgang. Ja, brauchen wir nicht diskutieren. Ah, das ist wieder eine kurze knappe Entscheidung, dass er wieder am Rand ist. Ja, tatsächlich. Jetzt wieder eine 20 für Blau und dann war's das in diesem Durchgang wieder. Ja, brauchen wir nicht erinnern. Jetzt kommt der letzte Schuss in diesem Durchgang für Blau. Na, auch nur Rand. Wollte die 10 gehen. Das heißt, hier in diesem Durchgang passiert nichts Spektakuläres. Jetzt braucht Blau, also nee, Rot. Rot eine 20, aber jetzt muss mal was kommen auch. Und da ist die 20. Und damit sind es 25 Punkte und damit geht der dritte Durchgang an Team Rot und damit steht nur noch 2-1. So, machen alles weg. Ich überlege mir doch, dass ich es doch splitte, also auf 2 Videoteilen. Und deswegen sehen wir uns gleich.